Ich bin ja aus Dänemark und die deutsche Sprache ist dann nicht meine Muttersprache. Also wenn ich ein paar Fehler mache, dann hoffe ich, dass ihr damit dann überlebt. Ich bin jetzt gerade vor 2 Wochen 16 geworden und gehe auf ja, ein technisches Gymnasium, so 10 Kilometer von die deutsche Grenze. Ich werde euch erst ein bisschen von Dänemark erzählen. Und ich wohne so quasi hier. Ja, also die dänische Fläche ist so ungefähr 8-mal kleiner als die deutsche Fläche. Und so ungefähr ein Viertel von die dänische Bevölkerung wohnt dann in Kopenhagen, das dann hier liegt. Ja. Und unser, ja, Bruttonationaleinkommen ist so fast so gleich wie das deutsche. Also ich habe ein Modell von das dänische Schulsystem gezeichnet. Und da oben ist die Volksschule, das ist eine Gesamtschule von allen. Und in Dänemark haben wir eine 0. Klasse. Und dann geht man dann auf diese Gesamtschule von 0. bis 9. Klasse. Und da ist halt keine Differenzierung. Also du musst erst. Ja, also wenn du dann mit der Volksschule fertig bist, dann kannst du freiwillig auf eine 10. Klasse gehen, wenn du noch nicht weißt, ja, was du dann nachher willst. Oder dann halt nicht klug genug ist, also quasi aufs Gymnasium zu gehen. Und es gibt auch eine Berufsausbildung wie in Deutschland, wo man dann also halt Tischler und Zimmermann und sowas studieren können. Und dann haben wir drei verschiedene so Gymnasium. Es gibt die STX, das ist so ein allgemeines Gymnasium. Und HTX, das ist ein technisches Gymnasium. Und HHX, und das ist dann ein Wirtschaftsgymnasium. Und dann haben wir auch eine EOX, und das ist so eine Mischung zwischen einem Gymnasium und dann eine Berufsausbildung. Wie viele Jahren kommt man in die 0. Klasse? Das ist im 6. Lebensjahr. Also erst war diese Volksschule und da war keine Differenzierung. Und ja, da kommt man halt in die 0. Klasse im 6. Lebensjahr. Und nach die 9. Klasse ist dann ein Volksschulabschluss. Wo ja, man dann so Examen haben und dafür Noten kriegt. Und dann, wenn man so eine Note, die 7 heißen, das ist die drittbeste Note, dann kann man aufs Gymnasium. Das würde dann, ja, also die Gymnasienklassen sind, oder nennen wir 1. G, 2. G und 3. G. Und die 1. G ist dann ja parallel mit eurer 11. Schuljahr. Das Beste ist dann 12, ist ein bisschen unlogisch, aber 7 ist die dritte Beste. Also die schlechteste ist minus 3. Dann gibt es 0, 0 und danach 0, 2 und das ist dann bestanden. Dann gibt es eine 4 und das ist so, ja, du hast es geschafft. Und 7 ist dann eine gute Note und 10 ist ja super und 12, du könntest es dann nicht besser machen. Da gibt es. Ich weiß nicht gerade, wie es so aussieht, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Aber es ist das STX und das ist das allgemeine Gymnasium. Und die haben so sprachliche Fächer wie ja, dann Dänisch, das hat man auf alle Gymnasien. Da muss man Dänisch also alle 3 Jahre, die man halt aufs Gymnasium geht, haben. Und dann kannst du da auch auf das allgemeine Gymnasium Latin, Englisch und Deutsch und Russisch dann zuwählen. Dann gibt es naturwissenschaftliche Fächer wie Physik und Chemie, Biologie und Erdkunde. Und dann gibt es auch so künstlerische Fächer wie Musik und ja, ist ein Kunstfach und Theater und Drama. Und auf das, ja, auf die Gymnasium sind dann
noch wieder oder weitere interne Linien. Also du kannst dich noch weiter spezialisieren. Und dann würden die Fächer dann auf eine andere Weise zusammengesetzt. Also dass du ne, also dass du dich für eine Ausbildung dann besser vorbereiten kannst. Und dann gibt es die HHX und da, also das Handelsgymnasium, und die haben so ganz, ganz viele ökonomische Fächer und wo man halt lernt, ja, eine Wirtschaft zu haben oder eine Organisation zu ja, administrieren. Und dann gibt es ökonomische Fächer, also eins heißt Ökonomiefach und dann gibt es auch ein Fach, das Unternehmensökonomie heißt und ein Fach, das Finanzierung heißt und dann gibt es dann noch mehrere Sprachfächer, da kann man auch Chinesisch zuwählen und das ist dann, weil es sehr praktisch ist, ja, wenn man ja mit China dann handeln kann. Und dann gibt es die HTX und das ist da, wo ich dann jetzt gehe. Und dann gibt es ganz viele technologische Fächer wie Design und Technologiegeschichte, wo es sich dann umgeht, ja, wie normale Geschichtsunterricht, wo dann nur halt Fokus auf das technologische Auswicklung hat. Und da gibt es dann auch interne Linien und ganz viele naturwissenschaftliche Fächer, wie dann auch Mathe auf hohem Niveau. Dann gibt es auch Chemie und Physik und Biologie. Und dann kannst du auch eine Sprache zuwählen. Bei uns gibt es nur Deutsch, aber auch manche andere kann man auch in Latin zu wählen. Und dann gibt es ein EOX, das ist dann die Mischung von einem HTX und einer Berufsausbildung. Das dauert dann 5 Jahre und dann hast du dieselbe ja, Fächer wie auf dem HTX und dann wechselst du dann ja, zwischen der Berufsausbildung und dann aufs Gymnasium. Und wenn du dann mit die 5 Jahre fertig ist, dann hast du dann auch eine Abitur und eine Berufsausbildung. Und das ist so wie, also nach 9. Klasse kann man dann wählen, ja auch welches Gymnasium man dann will oder was man dann nachher machen will. Und das ist so, wie es dann verteilt ist. Und das 73%, die dann aufs Gymnasium gehen. Und das sind die oder viel höher als in Deutschland auch. Und das dann verteilt, wie es dann auf ja, die verschiedenen Gymnasien ist. Und HF ist unter ein STX, wo du dann Einzelfächer wählen kannst. Also man braucht so eine Ausbildung vielleicht Mathematik auf 3. Niveau. Und wenn du nur in dein ja, Mathematik auf 2. Niveau heißt, dann kann du es dann als Einzelfach dann lesen. In Dänemark haben wir keine Schulpflicht, aber wir haben Unterricht oder Pflicht zum Unterricht. Und das heißt, deine Eltern könnten dich theoretisch zu Hause dann unterrichten. Und ja, dann hast du dann halt öfter Prüfungen und weil ja die Regierung dann sehen, ob es ja du so genauso viel lernst, also wie die anderen Kinder, die dann in Volksschule geht. Dann haben wir auch freie Schulen, die ja fast so wie Volksschulen ist, das nur eine Privatschule und das ist oft ganz kleine Schulen mit so einem ja spezielles Thema. Wie es gibt es zum Beispiel da eine türkische Schule und es gibt auch deutsche Minderheitsschulen und Waldorfschulen und es ist ungefähr so 10% ja, die Schüler, die dann zu einer Privatschule gehen.
Ja, es gibt ganz viele so christliche Schulen. Da haben wir auch 15-16% dann auch auf Internatsschulen gehen in 9. oder 10. Klasse. Und das ist dann auch freiwillig. Und es ist überhaupt nicht, wie ihr euch bestimmt eine Internatsschule vorstellt. Also es gibt ja 260 verschiedene Internatsschulen in Dänemark. Und also ich war letztes Jahr auf eine Pfadfinder Nachschule. Und es gibt dann auch ganz viele Sportnachschulen und Designnachschulen und auch also Nachschulen für Theater und Musik und ja auch Computernachschulen. Und ich würde es so beschreiben als das beste Jahr mein Leben, weil ja, man so viele neue Freunde kriegen und man wirklich auf eine ganz andere Weise lernt. Also hast du dann im Prinzip einfach ein Jahr lang Schule gehabt und dann intensiv auf Pfadfinderei noch nebenbei im Prinzip dabei gehabt und das dann ein Jahr intensiv im Prinzip gemacht, also in der Natur gelebt und normal Schulunterricht quasi, Natur gelebt, aber normal intensiv Schulunterricht gemacht und trotzdem noch Pfadfinderei quasi, alles als Schulsystem? Also wir wohnten dann auf die Schule und hatten normal, ja, gingen normal zur Schule. Und dann ja, hatten wir so den ganzen Freitag, hatten wir dann so Pfadfinder-relatierte Fächer gehabt. Also da waren wir manchmal das Wochenende über in die Natur campen oder so. Und da war es dann auch mehrere Linien, also wir hatten auch eine Gourmet-Linie und eine Psychologie-Linie, die man dann auch wählen könnte. Aber dann war es so viele Prinzipien, die Nachschule, die ja dann auch auf die Pfadfinderprinzipien dann ja gebildet sind. Also mein Weg, ich war zuerst ja bei einer Tagesmutter und das kann man, wenn man so 6 Monate alt ist, weil in Dänemark ist es normal, dass beide Eltern dann schnell wieder zur Arbeit geht. Und dann war ich Volksschule mit 5 Jahren, weil ich ein Septemberkind bin. Und das war dann eine freie Schule und die hatte so ganz andere ja, Lernmethoden. Und meine Eltern hatten es dann zugewählt, weil es eine lokale Schule ist. Und da war ich auf ja, die Nachschule in 9. Klasse und jetzt gehe ich dann auf HTX. Meine Volksschule war, ja, sie hatten ungefähr 100 Schüler und sie hatte auch, also wir hatten ein ganz anderes Schema als andere Schulen. Die hatten jede Woche, war so eine Vertiefungswoche, also dann könnte ich eine ganze Woche Geschichte haben und die nächste Woche könnte ich Mathe haben. Also fast alle Fächer diese Woche würde dann ja dasselbe Fach sein. Und da hatten wir auch so ganz andere Lernmethoden, dass die Schüler, andere Schüler dann was lernen. Und es würde von so ungefähr 7. Klasse erwartet, dass man seinen eigenen Laptop hat. Und dann ist es dann ja WLAN über die ganze Schule und dann kriegt man auch ja Aufgaben auf. Ja, im Netz, da haben wir so ein Netzportal, wo man dann ja gucken kann, welche Hausaufgaben man hat, was ich den nächsten Teil in die Schule machen muss, ob eine Note ist, ob ich was Besonderes mitbringen muss. Und dann kann ich dann auch mit ja, den Lehrern zusammen beschreiben, wenn ich ja, irgendwas nicht verstehen hat. Und das ist dann den Netzportal, wo dann auch, also das ist jetzt mal von meiner Schwester. Und da wird so ein, ja, wenn was Neues passiert ist, wird es dann auf die Mitte. Und dann kann man ja auch gucken, was man dann alles anderes muss. Und das ist zum Beispiel ein Wochenplan, wenn ich was ja, Besonderes mit zum
Unterricht mit haben, dann steht es dann auch da. Oder wenn ich dann halt Hausaufgaben hat, dann tippen die Lehrer es dann auch in den Wochenplan ein. Ist das jetzt nur an der Schule oder an allen? Also es funktioniert so fast bei allen Schulen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt sagst du so und machen wir später. Sie hat ja schon geantwortet. Es funktioniert so fast bei allen Schulen, dass sie so denselben Netzportal haben. Und es fast, also alle Schulen in Dänemark, die Computer für quasi alles brauchen. Und ich habe auch in 40. Klasse mein erstes Essay auf Computer dann geschrieben. Und seit, ja, die Schüler, die jetzt in die 0. Klasse gehen, die spielen dann auch Mathe-Spiele auf dem Computer. Und die Volksschule, die ich drauf ging, die hatten auch 2 Klassensets von iPads, wo die dann verschiedene Lern-Apps dann drauf haben, die sie dann im Unterricht benutzen. Und da kann man dann gucken, also die Schüler benutzen es auch, um miteinander zu chatten, und wenn sie eine Präsentation haben, dann, also statt einen USB-Stick, da senden sie einfach die Dokumente zueinander. Jetzt habe ich gerade von meiner Internatsschule erzählt, aber da haben wir auch quasi denselben Netzportal gehabt, und da hatten sie also ein Prinzip, wo Schüler, andere Schüler was lernen kann, und dann fast alle meine Stunden war dann Vorträge von anderen Schülern. In meinem HTX-Studium, da brauchen wir Computer oder Smartphone in alle Stunden, und da haben wir auch ein Netzportal, und wenn ich Hausaufgaben kriege, dann ist auch alles auf dem Computer, und da haben wir, ich habe so ungefähr 15 Bücher, die auch auf dem Internet gespeichert sind, also haben wir so eine Netzportal für Bücher, wo die Lehrer dann eine Lizenz kaufen kann, und dann hat man quasi die Bücher dann auf dem Netz. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu technisch. Ist das alles dann für Windows-Rechner oder ist das für Linux-Rechner oder wie genau? Also es funktioniert auch mit Linux auf unser Gymnasium, aber die Schule hat dann auch so Microsoft Office-Packen, die, wenn man dann Linux hat, dass man dann das für 3 Jahre dann ein Word-Programm dann hat. Und das ist dann, also das außerdem Gymnasium-Netzportal, wo man dann eben verschiedene Schulen auswählen kann. Und dann ist es so fast wie, also das Netzportal von Schülern in die Grundschule. Und so sieht es dann aus. Gut. Entschuldige, dass wir dich so viel unterbrechen, aber es ist echt spannend. Und eine Sache, die mich interessieren würde, ist, findest du, die Lehrerinnen und Lehrer können damit gut umgehen? Oder sagst du, die wissen nicht, wie der Beamer oder das Smartboard richtig funktionieren? Sind die da alle gut drin oder können das nur die jungen oder die alten Lehrer gut und Lehrerinnen? Also bei uns können fast alle Lehrer es. Ja, und ich benutze, wir haben einen alten Lehrer, der es dann nicht so gut benutzen kann, aber er war auf, ich glaube, er war auf 3 Kurse und hat dann auch eine deutliche Verbesserung gemacht. auf diesem Netzportal kann ich dann auch halt mein Schema sehen, und da können wir auch mit die Lehrer und mit anderen Schülern dann zusammen chatten, und alle meine, wenn ich einen Vortrag habe, dann wird es dann auch da drin stehen, und wenn ich Hausaufgaben habe und ich die dann digital gemacht habe, dann kann ich auch auf dem Netzportal dann die Aufgaben dann abgeben.
Und dann haben wir auch ja so digitale Noten und unsere Lehrer benutzen es ganz oft, dass sie dann auf dem Smartboard dann Noten aufschreiben und dann ja, kann es mal, also speichern sie das dann auch auf dem Netzportal. Und dann gibt es dann eine Mappe für jedes Fach, wo ich dann auch Dokumente für den Unterricht holen kann. Es ist auch ganz neu mit IT im Kindergarten, weil ja, also meine Mutter arbeitet im Kindergarten und sie haben auch gerade 10 iPads gekauft und da haben sie dazu ein robustes Cover und das spart dann ganz viele Pädagogen. ich weiß nicht, ob ich das eine gute, ja, ob ich es gut finde, aber in einer anderen Kindergarten haben sie auch gerade wie so ein großes Tablet auf den Boden gekriegt und dann können die Kinder dann halt rumhüpfen und dann Spiele auf dieses große Tablet dann spielen. Also quasi Mensch, ärgere dich Brett zum Beispiel aufrufen oder sowas und dann sowas quasi, ja, oder Tennis oder so. Cool. Nice. Trampolin klappt da noch nicht. Ja. Dann ist auch ein anderer Kindergarten, da haben sie ganz lauter kleine Kameras und dann spielen sie da auch mit den Kameras. Dann verstecken die Kinder sich und nehmen so ein Bild vor, wo sie sind und dann ja, können die anderen ja dann die Kinder finden. Oder haben sie so Spiele, wo sie dann ein Bild, ja, so ein nahes Bild von ja vielleicht eine Wand nehmen und dann soll die andere Kinder dann raten, wo es dann ist. Ja, ich glaube, ich ja, hatte alles wieder. Gut, dann können jetzt Fragen gestellt werden. Ja, ich finde es total toll, dass du hier bist und das erzählst. Ich wollte noch mal wissen, wie du auf die Open Mind gekommen bist. Also, also ich bin mit einer der Orgas verwandt, also Gero ist mein Großcousin und wir haben dann auf meine Großmutters Beerdigung dann über die dänische Schule geredet und dann hat er ein paar Tage später geschrieben, ob ich dann ja hier mit teilnehmen würde. Du hast erwähnt, dass es diese drei verschiedenen Sorten von Gymnasien gibt. In Deutschland ist ja so ein bisschen das Problem, ich glaube, ursprünglich als Informatik, als Studium eingeführt wurde, haben das fast 30% Frauen studiert. Jetzt, heute sind es noch 18. Das hat so ein totales Nerd-Image. Irgendwie ist es nicht mehr beliebt oder nicht cool oder ich weiß es nicht. Jetzt sagst du, du bist auf einem technischen Gymnasium. Gibt es zwischen diesen drei Sorten von Gymnasien irgendwelche Unterschiede im Mädchen-Jungen-Anteil? Ja, auf das technische Gymnasium ist ja fast keine Mädchen. In meiner Klasse ist dann ausnahmsweise 8 Mädchen und 16 Jungs. Aber auf die anderen Jahrgänge sind nur 4 und 7 Mädchen ins Ganze. Und dann ja, ist 3 Klassen dann. Und ja, also von jedem Gymnasium hat man dann ja fast dieselben Möglichkeiten. Aber zu welcher Ausbildung braucht man dann ja vielleicht Mathe auf A-Niveau? Und das kann man nicht auf ja, alle Gymnasien dann wählen. Haben bei diesem Portal auch die Eltern einen Zugriff, auch gerade wegen den Noten? Also gibt es da auch eine Überwachung oder ist das nur für die Schüler? Also aus dem Gymnasium ist es nur für die Schüler, aber in die Volksschule können die Eltern dann auch, haben sie dann auch ihr eigenes Profil und können dann auch mit die Lehrer schreiben und dann auch mit dann Kinder auch schreiben. Ja.
Wie ist so das Verhältnis Schüler-Lehrer oder wie viele Schüler sind das in einer Klasse dann? Das ist ganz, ganz verschieden, weil auf meiner Volksschule waren wir ganz wenig Kinder und da waren wir auch so drei Klassen zusammen. Also wir waren erste, zweite und dritte Klasse zusammen und da hatten wir dann quasi zwei Lehrer. Und dann haben wir dann auch, also wir, wenn man dann erste Klasse war, da haben sie dritte Klassen, Klässler, dann auch den erste Klässler dann geholfen. Maja, du hast jetzt das dänische Schulsystem vorgestellt. Dänemark ist ja Teil von Skandinavien und hat ja so eine eigene Identität, die Skandinavier unter sich. Und ich glaube, du bist auch in der Schule darüber unterrichtet, wie das allgemein in Skandinavien abläuft. Kannst du kurz einen Vergleich ziehen zu den anderen skandinavischen Ländern, wie das Schulsystem da ist? Nur ganz grob, wenn überhaupt. Also wenn ich ehrlich sein muss, dann weiß ich nicht ganz genau, wie es dann funktioniert, aber ich glaube, es ist so ungefähr dasselbe. Kein Stress. Ich würde noch mal wissen, du hattest eine Folie, wo du gezeigt hast, wie verschiedene Schulen es gibt und du hast gesagt, irgendwie 0 bis 9 ist normal für alle und dann ab der 10. Klasse ist alles optional. Wie ist das? Kann man irgendwie eine Arbeit finden oder gilt man dann als doof, wenn man nach der 9. aufhört? Kann man dann irgendwas überhaupt mit diesem Abschluss anfangen? Also du hast eigentlich, also du könntest gut eine Arbeit finden, aber du hast Pflicht, um eine Jugendausbildung zu nehmen. Also, aber ja, also die 9. Klasse oder die 9. Klasse Abschluss wurde, also sollte eigentlich genug sein. Und also unsere Prüfung nach die Volksschule, da haben wir auch fast alles auf dem Computer gemacht. Ja, die Essays wurden dann auch auf dem Computer geschrieben und da waren auch in meiner Erdkundeprüfung, da war es dann halt eine Multiple Choice auf dem Netz. Ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus mit Inklusion, also von körperlich und geistig behinderten Menschen? Sind die bei euch mit im normalen Schulsystem eingegliedert oder haben sie extra? Also man oder die werden eigentlich mit dem Unterricht oder mit den Klassen inkludiert, aber wenn man dann ganz schwer behindert ist, dann gibt es dann auch besondere Schulen. Und wenn man dann auch quasi überintelligent ist, dann gibt es dann auch so Mensa-Schulen. Du meintest eben, dass ich glaube, ab der 4. Klasse ein Laptop erwartet wird. Wie ist das finanziell für Familien, die das nicht tragen können? Oder wird das irgendwie dadurch bezahlbar, dass die Bücher dann von der Schule lizenziert werden? Oder wie funktioniert das? Also es ist so von 7. Klasse ab, dass so ein Computer erwartet wird, aber viele Schulen haben dann auch so ein Klassenset von Laptops oder dann iPads und manche Schulen geben dann auch die Schüler dann halt einen Laptop. Eine meiner Freunde gehen auch in eine Klasse, die in eine iPad-Klasse dann nennen und dann ist fast alles Unterricht dann auf dem iPad. Wenn das dann die eigenen PCs sind, hat man dann offenes WLAN und auch offenes Internet? Oder wie wird das gesperrt, weil es sind ja die eigenen PCs? Oder könnt ihr da euch selbst surfen im Internet? Wie ist das während dem Unterricht? Wird das überwacht in irgendeiner Form? Also auf manche Schulen sind es Filter auf dem Internet. Dass du dann halt nicht auf zulassweise auf Facebook in die Stunden dann sitzen kannst oder verschiedene so Spielseiten. Aber es ist eigentlich, auf den meisten Schulen ist es freies Internet auf die ganze Schule.
Also ich meine, es gibt da diese Portal-Software. Gibt es auch irgendwie ein niedergeschriebenes Konzept? Weil ich hatte heute Mittag ja gesagt, also in Frankfurt überlegen sie sich jetzt WLAN an Schulen einzuführen, wollen aber erst mal gucken, ob man davon keinen Krebs kriegt oder so. Aber was sie halt nicht haben, ist ein Medienkonzept. Sie wissen gar nicht, wie man den Computerscheiß im Unterricht einsetzen soll. Und mir scheint so, also wenn ihr auch chattet und das irgendwie ja nicht nur zum Spaß macht, sondern irgendwie auch zur Kommunikation in der Klasse, dass es da auch Konzepte gibt. Gibt es da irgendwas Schriftliches? Also ich glaube, die Grundidee ist, dass ja, die Schüler so im ja, allgemeinen Wissen dann höher wird, weil man dann auch ja, eine Aufgabe in die Stunde kriegt. Ja, du musst dann halt dieses Thema untersuchen und dann, ja, also dass die Schüler dann leichter so international dann mithält und auf ja, gleiches Niveau ist mit so anderen Ländern. Und ja, auf dem Netz ist es dann nur leichter für die Schüler und die Lehrer dann zu kommunizieren. Entschuldigung, wenn wir dich so ausquetschen, aber es ist wirklich sehr spannend. Habt ihr das über ein Chat-System, das Lehrer-Schülerinnen kommunizieren, oder ist es eher per E-Mail-System oder Messages-System? Und habt ihr auch sowas wie Etherpads? Also ich weiß nicht, ob du Etherpads kennst, das ist jetzt eine Frage, okay. Also dass man zum Beispiel eine Word-Seite hat, wo alle draufschreiben können und alle sehen das gleichzeitig. Google Docs-mäßig oder sowas, vielleicht, wenn dir das eher was sagst. Also bei den Eltern kriegen sie dann oft ein Mail, wenn dann ein neuer Chat oder eine neue Message dann da ist. Aber du kannst dann nur halt nur chatten, wenn du dann auf dem Netzportal dann drauf gelockt bist. Und also im Unterricht auf die Nachschule haben wir dann auch oft so ein ganzes, ja, oder ein Google, also auf dann eben ein Google-Dokument dann, ja, mit die ganze Klasse gemacht und dann gemeinsame Noten dann geschrieben. Wenn in Deutschland die Rede ist von Schule und Internet, dann ist gerne auch das Thema Cybermobbing, also dass man irgendwie online die Schüler übereinander lästern, auch was irgendwie gerne mal sehr, sehr übertrieben stattfindet. Kennst du da Fälle oder ist es in Dänemark ein Thema, das auch irgendwie diskutiert wird, also Mobbing online? Also es wird ja diskutiert, aber also dann nicht ja auf den Netzportal und so findet es eigentlich nicht statt. Ja, also ich glaube nicht, dass andere über dann den Netzportal und so mobben, dann würde es dann auf eine andere soziale Medien dann stattfinden. Entschuldige, bloß zu der Nachfrage, weil ich habe mal auf Lehramt studiert und da war die Atmosphäre halt ganz anders und es war überhaupt nicht denkbar. Du darfst, wenn du einen Laptop hast, den so wie er ist, mit in die Schule nehmen und dort benutzen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie spezielle Programme installiert werden, die dich davon abhalten, zu tun, was auch immer du willst. Das ist einfach so ein Laptop, wie du ihn im Laden kaufst und dann kann man ihn in die Schule schleppen und das ist okay. Ja, also viele, ja, also das ist, ja, gibt es eigentlich keine so Sperrungsprogramme über so Filter auf dem Netz. Aber viele haben dann schon auch ja Laptop in 13. oder 14. Klasse. Meine Schwester hat dann eine Leseschwäche und hat dann einen Computer vom Staat dann finanziert und dann ganz viele dann Hilfsprogramme, die ihr bei Lesen helfen können. Es gibt dann auch so Unterrichte, ganz viele Programme. Wir brauchen auch auf meinem Gymnasium ein Mathematikprogramm, das Maple heißt. Ich weiß nicht, ob manche das kennen, aber da müssen wir dann fast alles ja, drauf machen.
Und im Volksschule brauchen, ja, benutzen die auf der GeoGebra, in, das ist auch so ein Matheprogramm, ja, im Matheunterricht. Ja, gibt es noch Fragen? Wir haben noch Zeit. Ah ja. Und fühlst du dich hier in Deutschland ein bisschen wie aus der Zukunft? Oder? Ja. Also ich weiß nicht so ganz, wie es ja funktioniert. Also ich war echt schockiert, da ich meine der Cousine ja ihr Essays in Handschrieben sah und sie ist 19. Ja gut, gibt's noch mal Fragen? Wie sieht es mit Klassenarbeiten aus? Also wie wird das geprüft? Wird das auch mit am PC gemacht? Oder müsst ihr dann wirklich mal auch von Hand Klassenarbeiten, wo das dann eingesammelt wird? Oder gibt es überhaupt gar keine Klassenarbeiten? Ich weiß nicht, wie ihr benotet werdet. Also in Deutschland muss man 5 Klassenarbeiten in jedem Fach schreiben pro Jahr. Genau. Was? Nee? Kommt zum Bundesland. Hauptfach 5. So ist eigentlich sehr selten. Also in 8. und 9. Klasse müssen wir dann ja, ja zu halt jeden Fach 1 oder 2 Prüfungen machen, die dann auch gucken, ja, auf welches Niveau man dann ist. Aber sonst kriegt man dann eine Note auf jede ja, Arbeit, man schreibt. Das ist jetzt keine Frage, sondern eher ein Statement, weil ich aus Schleswig-Holstein komme. Wir haben uns auch schon unterhalten. Ich komme aus der Nähe der dänischen Grenze, dänische Verwandtschaft. Ich kenne das System sehr gut. Mein Vater war einer von 13 Kindern. 6 davon leben in Dänemark und ich habe viel meiner Kindheit in Dänemark verbracht. Ich glaube, sagen zu können, dass die Dänen einfach ein sehr stolzes, zufriedenes Volk sind. Kannst du das bestätigen, dass das so ein Ding ist im Vergleich zu anderen Ländern, wo wir Deutschen uns gar nicht trauen, stolz sein zu wollen, weil das ja in Deutschland ein bisschen verpönt ist. Aber der Däne macht das. Der zeigt überall sein Dannebrog, flippt darüber nicht aus. Und das ist so eine Kultur, wo man wirklich mit seinem Land, in dem man lebt, sehr zufrieden leben kann und das auch tut. Und das macht diese Harmonie irgendwo ein bisschen aus. Natürlich gibt es auch mal Stress und andere Sachen, aber irgendwie ein tolles Land, muss ich schon sagen, wie allgemein in Skandinavien. Also ganz viele Dänen ist eigentlich echt stolz, in Dänemark zu wohnen, weil sie es ja als ein fantastisches Land dann betrachten. Ja, es ist eine große nationale Stolzheit. Ja. So, wie sieht es aus? Noch Fragen? Ich würde sagen, dann bedanken wir uns bei Maya.